Tag, Chef. Warum müssen Sie mitten in der Nacht kommen? Es ist gleich 10. Na, das sage ich doch. Konnten Sie mich nicht vorher anrufen? Sie nehmen doch nie ab. Deswegen sollen Sie mich ja vorher anrufen. Frau Bilbereit möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Guten Tag. Ja. Ich konnte das nicht alleine entscheiden. Wir haben in letzter Zeit Schwierigkeiten mit unserem Sohn Bodo. Das müssen Sie mir unbedingt jetzt erzählen, ja? Den Fall, Frau Bilbereit. Bodo ist in einen Supermarkt eingebrochen. Bodo ist 17, er geht noch zur Schule. Und er hat eine Geisel genommen. Mit Pistole. Warum? Bitte, nehmen Sie Platz. Braucht er Geld? Nein, er hat ja alles. Sagen Sie, und was für eine Geisel hat er denn genommen? Den Geschäftsführer. Also, und darüber hätten wir nicht heute Nachmittag im Büro sprechen können? Bodo ist noch drin in dem Supermarkt. Was ist der? Der Junge ist noch drin und die Polizei steht drumherum. Und er ist noch drin. Das heißt ja, der Fall, um den es geht, ist erst noch im Werden begriffen. Er reift noch. Warum rufen Sie nicht die Polizei? Na, die Polizei ist ja schon da. Ich glaube nicht, dass die ihn da rausholen können. Haben Sie versucht, mit Ihrem Jungen zu telefonieren, seit er in dem Supermarkt ist? Ja, die Polizei hat mir erlaubt, mit ihm zu telefonieren. Und? Was haben Sie ihm gesagt? Nichts. Er hat gleich aufgelegt. Hat Ihr Mann es auch mal versucht? Nein. Wieso? Interessiert ihn nicht, was aus seinem Jungen wird? Die beiden können nicht miteinander. Außerdem ist er nicht Bodos richtiger Vater. Was ist Ihr Mann vom Beruf? Er hat 3 Restaurants. Habt ihr über das Honorar gesprochen? Nein, natürlich nicht. Was heißt natürlich nicht? 6.000 Mark ist das Mindeste. Endgültige Rechnung später. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen schlafen können. Kaum eine Stunde vielleicht. Der Einsatzleiter, Hauptkommissar Wilk, der mich gerade ablöst. Guten Tag. Frau Birgeleit, die Mutter des Jungen. Ja, das ist mein Anwalt. Ja. Rechtsanwalt Liebling. Kommen Sie rein. Ich lege mich jetzt aufs Ohr. War eine heiße Nacht heute. Also, mir leuchtet nicht ein, was Sie hier tun wollen. Ich will mit meinem Mandanten sprechen. Ja, aber wie soll das vor sich gehen? Ich stelle mir das so vor, dass der Junge entweder rauskommt oder ich gehe zu ihm rein. Wahrscheinlich werde ich zuerst zu ihm rein müssen. Sicher hat er irgendwelche Forderungen gestellt. Er will einen Citroën haben. Voll getankt. Mit kugelsicherem Glas. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Rücksitz sollen 100.000 Mark liegen in alten Scheinen. Und eine Fahrerin soll im Wagen sitzen, die nicht jünger als 60 sein darf. Wenn wir nicht noch ein Menschenleben gefährden wollen, dann müssen wir abwarten, bis er reich wird. Was Besseres ist ihm noch nicht eingefallen? Er ist kein Profi. Er ist eine Maus, die in der Falle sitzt und Angst hat. Können wir ihn jetzt anrufen? Nicht, bevor ich weiß, was Sie mit ihm reden wollen. Mann, das weiß ich selbst noch nicht. Ich will ihn überzeugen, dass er aufhört. Ich will verhindern, dass er irgendjemanden umbringt. Vielleicht kann ich ihn rausholen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie brauchen bloß die Null zu drücken. Das ist direkt geschaltet. Diese Geisel, der Geschäftsführer, wie alt ist der? So um die 40. Reden Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, dass ich reinkommen will. Beruhigen Sie ihn. Er braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich komme ohne Tricks. Was ist? Bodo, hier ist Mutti. Ja? Ich habe einen Rechtsanwalt für dich besorgt, Bodo. Deine Sache. Lass ihn rein. Er will mit dir sprechen. Er ist hier. Mensch, red doch nicht so einen Scheiß. Verdammt, bleib mir vom Hals. Ich will nicht, dass einer reinkommt. Hier sind genug drin. Wenn es was wegen dem Auto zu besprechen gibt, dann könnt ihr mich wieder anrufen. Moment mal, Augenblick nur. Ich will mit Ihnen sprechen. Wer ist denn das? Ich heiße Liebling, ich bin Ihr Anwalt. Liebling heißen Sie? Ist komisch, was? Ich brauche keinen Anwalt, ich habe Sie nicht bestellt. Das hat Ihre Mutter bereits für Sie getan, weil Sie noch minderjährig sind. Das ist gesetzlich so geregelt. Ich brauche erst dann einen Anwalt, wenn die mich gekriegt haben, also hoffentlich nie. Ich finde, Sie brauchen jetzt schon einen, und zwar ziemlich dringend.
Deswegen möchte ich reinkommen und mit Ihnen reden. Nur ein paar Minuten. Also, was ist? Und was mache ich, wenn Sie ein Bulle sind? So ein Antiterror-Heini oder wie Sie sich nennen? Einer, der mich fertig machen will? Dazu kann Ihre Mutter was sagen. Bodo, hörst du mich? Gut. Dir trau ich. Jalousie endlich oben. Ja, ja, gleich, gleich. Wie weit ist er noch weg? Er steht schon vor der Tür. Gehen Sie jetzt zur Tür. Ja. Wir lassen Sie auf. Aufschließen. Nehmen Sie die Hände hoch, hoch! Jetzt langsam her. Jalousie wieder runter und Tür zuschließen. Nicht schließen! Mann, mach zu! Schließ zu! Jacke hier schmeißen. Hut auch. Langsam herkommen. Seien Sie sehr vorsichtig, ja? Ich habe nämlich Angst. Dafür, dass Sie mein Anwalt sind, haben Sie mich aber ganz schön angeschissen. Wieso habe ich dich angeschissen? Ich möchte nicht, dass Sie mich duzen, ja? Okay. Was war also mein Fehler? Mit Ihrer Hilfe ist dieser Kerl abgehauen. Wieso mit meiner Hilfe? Wenn du dich so dämlich anstellst? Jedenfalls bleibst du jetzt an seiner Stelle hier. Ist dir doch klar? Nee, ist mir überhaupt nicht klar. Bin ich dein Anwalt oder bin ich deine Geisel? Denkst du, ich kann dich hier rauslassen? Sobald ich alleine bin, stürmen die doch den Laden. Du kannst mich schon rauslassen. Wenn du mitkommst. Also gar nicht. Hast du irgendwo Zigarren? Ich habe nämlich meine Zigarren vor Aufregung draußen vergessen. Steht die Leiter da? Ist da was zugehängt? Eine Kamera. Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Geisel zu nehmen? Das ist doch gar nicht ungefährlich. Hatte ich doch gar nicht vor. Ich habe mich gestern nach Feierabend hier einschließen lassen. Tolle Idee. Ja, wie ich bereits gesagt habe, Herr Kommissar, ich hatte, danke schön, ich hatte schon alles abgeschlossen, Rollläden runter und da muss er wohl gedacht haben, da ist keiner mehr. Licht hatte ich ja auch schon aus. Nun gehe ich ja immer hinten raus, durch den Lagerraum und gucke nochmal nach, ob alles in Ordnung ist. Und da fiel mir ein, dass ich meine Autoschlüssel im Büro vergessen hatte. Ich also wieder zurück. Und wie ich reinkomme,
sitzt da ein Mann an meinem Schreibtisch. Es war vielleicht ein Schreck, kann ich Ihnen sagen, wie der da plötzlich die Pistole auf mich gerichtet hat, mein lieber Scholli. Aber er sah auch ziemlich erschrocken aus. Wie geht's ihm denn? Der hat eine ganz schöne Konstitution, kann ich Ihnen sagen. Ich hatte natürlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Aber er war ja auch die ganze Zeit über wach und sah kein bisschen müde aus, Herr Kommissar. Kein bisschen. Hat er was gegessen? Wie bitte? Ob er was gegessen hat? Ach so, ja. Kekse und Milch. Ja, die ganze Zeit über Milch getrunken. Ja, und dann habe ich den Alarmknopf gedrückt, Herr Kommissar, der mit dem Polizeirevier verbunden ist. Gleich neben der Tür, wissen Sie? Buchstäblich im letzten Augenblick konnte ich hinter meinem Rücken gerade noch rechtzeitig hinfassen. Wie groß war denn deine Beute? Nix. Die haben vorher alles abgeholt. Überrascht es dich, dass hier nach Feierabend kein Geld rumliegt, hä? Na, Sie hätten das bestimmt schlauer angestellt, was? Ja? Nein. Nein, er ist nicht hier. Guten Tag. Tag, Sarah. Ja, ich werde es ausrichten. Wiederhören. Guten Tag, Sarah. Ist mein Vater da? Nein, er ist nicht hier. Und wann kommt er wieder? Ich habe mir vor ein paar Tagen Geld von ihm gepumpt und will es ihm heute wiedergeben. Er behauptet nämlich, ich zahle meine Schulden nie zurück. Ist was passiert mit Papa? Von wem hast du denn die Pistole? Geh dich einen Dreck an. Nimm dich gefällig zusammen, ich tu's auch. Oder findest du es imposant, dass einer plötzlich eine große Schnauze kriegt, bloß weil er so ein Ding in der Hand hat? Wo willst du wissen, wie ich sonst bin, hä? Sonst bist du ein Hosenscheißer, ich kenn mich aus. Deine Zigarre stinkt. Woher hast denn die Pistole? Ich glaube, ich muss dir mal was erklären. Ich bin dein Anwalt, also dein Verteidiger. Alles, was du mir hier erzählst, bleibt unter uns. Außer ich finde, es taugt zu deiner Entlastung. Verstehst du? Ich habe sie gekauft. Von wem? Von einem Typ am Bahnhof Zoo, Namen kenne ich nicht. Wie lange ist das her? Ein paar Wochen. Hast du die schon irgendjemandem gezeigt? Nee. Hat derselbe Typ dir auch die Munition dazu verkauft? Wozu musst du das alles wissen? Willst du bloß rumquatschen, ne? Vielleicht ist das Ding gar nicht geladen. Soll ich's mal ausprobieren? Ja? Guten Tag, bin ich hier richtig bei Silvia Kroll? Ja, das ist meine Tochter. Und? Worum geht's denn? Das ist etwas umständlich zu erklären. Vielleicht dürfte ich es lieber Ihrer Tochter selber sagen. Sie können ja gerne zuhören. Silvia, Besuch für dich. Mein Name ist Arnold, ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ist was passiert? Ja und nein. Guten Tag, Silvia. Ich weiß von Frau Bilgoreit, dass du mit Bodo befreundet bist. Ist das richtig? Ja. Wer ist Frau Bilgoreit? Das ist Bodos Mutter. Also, um es kurz zu machen, Bodo hat einen Supermarkt überfallen. Was? Ja, und eine Geisel genommen. Er sitzt in diesem Moment noch drin und die Polizei steht draußen. Wusstest du, dass er eine Pistole hat? Wie lange kennt ihr euch denn schon? Vertreten Sie diesen Bodo? Ja. Und jetzt wollen Sie den Burschen entlasten, indem Sie Mitschuldige suchen. Aber nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich bin gekommen, weil wir nicht wissen, wie wir ihn zum Aufgeben überreden sollen. Vielleicht kannst du uns da helfen. Ob es nützt, weiß ich nicht, aber ich habe mir gedacht, du könntest mitkommen und mit ihm sprechen. Er misstraut allen. Aber irgendjemand muss ihm klar machen, dass es für ihn das Beste ist, möglichst schnell Schluss zu machen. Würdest du das versuchen? Nehmen wir mal an, die kriegen mich. Ja. Was passiert mir dann? Allerhand. Aber nicht so viel, dass du nicht lieber aufhören solltest. Was soll ich? Aufhören, Schluss machen hier. Rausgehen. Du hast auf meine Frage nicht geantwortet. Was dir passiert, hängt davon ab, wie die Sache weitergeht. Wie was weitergeht? Ja, mein Gott, wenn du mich zum Beispiel erschießt, kriegst du natürlich mehr, als wenn du mit erhobenen Händen rausgehst. Ist das so kompliziert? Vergiss es. Bist du bloß auf die Idee gekommen? Hier einzubrechen? Ja, das ist die einzige Idee, die ich von dir kenne.
Das werde ich dir gerade auf die Nase binden. Wozu willst du das wissen? Damit ich dich gut verteidigen kann. Du tust ja so, als ob die mich schon hätten. Tja, weißt du, ein guter Anwalt muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, selbst die unwahrscheinlichste. Ich will mich mit dir nicht streiten. Du kannst mich entlassen, dann gehe ich. Bodo. Was ist? Ich habe ein Problem. Ich auch. Als ich herkam, wusste ich nicht, wie lange das dauern würde. Genau wie bei mir. Um es kurz zu sagen, ich habe einen wichtigen Termin heute Nachmittag um 3. Und sieh mal zu, dass die mir bis dahin das Auto hinstellen. Dann könntest du es schaffen. Wenn ich dir verspreche, dass ich in einer Stunde wieder hier bin, würdest du mich dann gehen lassen? Wirst du wohl ein Rad ab. Du kannst mir also nicht glauben. Mann, das ist scheißegal, ob ich dir das glaube oder nicht. Was denkst du, was die machen, wenn ich alleine hier drin bin? Ich habe einen Kompagnon, der heißt Arnold. Und? Wie wär's, wenn der an meiner Stelle hierher käme? Wie wär's, wenn der an deiner Stelle zu deinem Termin geht? Kann er nicht. Er ist kein Notar. Also mit dir tauschen? Ja. Ist der so bescheuert? So nennst du das. Wenn ich ihn darum bitte, würde er es wahrscheinlich machen. Also, was ist? Und woher weiß ich, dass der Kerl wirklich ein Anwalt ist? Und keiner, der mich fertig machen will? Weil ich dir das sage. Kann ich ihn anrufen? Bitte. Wo ist das Telefon? Da im Büro. Hier ist Liebling, ich brauche mein Amt. Ich brauche ein Amt. Sie können ja mithören, wenn Sie wollen. Was Neues? Nein, und bei Ihnen? Nein, nein, auch nicht. Sie kennen sich noch nicht. Das ist Sarah Liebling, Herr Arnold. Ja. Hier ist Liebling. Paula? Ja, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Was denn sonst? Kann ich mal Arnold haben? Sofort. Wo sind Sie jetzt? In irgendeinem Supermarkt. Geben Sie mir nun Arnold? Moment mal. Ist der Kaufvertrag für Malecki fertig? Ja, aber... Legen Sie ihn bitte auf meinen Tisch. Ich bin um 3 Uhr da. Um 3 sind Sie da. Um 3 ist er da. Ja, Sie hören es doch. Kann ich jetzt Arnold haben? Herr Arnold. Ja, Arnold? Ich habe eine Bitte. Die fällt ein bisschen groß aus. Und zwar? Also, ich sag's einfach mal gerade heraus. Ich möchte, dass Sie herkommen und mit mir tauschen. Was soll ich? Ich fürchte, Sie haben richtig gehört. Ja, geht denn das überhaupt? Ja, der Junge ist einverstanden. Er ist im Prinzip ein ganz netter Kerl. Natürlich ist er ein bisschen außer sich. Aber im Wesentlichen hängt das von Ihnen ab. Wird sich da drin zu langweilig, oder wie? Nein, Sie sollen nur eine Stunde hier bleiben oder höchstens anderthalb. Dann löse ich Sie wieder ab. Ich habe einen wichtigen Vertrag abzuschließen, dann ist mir eben eingefallen. Wenn ich nicht rechtzeitig da bin, geht er mir durch die Lappen. Er soll Handschellen mitbringen. Was? Warum? Weil ich dir das sage. Na gut, na gut. Hallo? Er will, dass Sie ein paar Handschellen mitbringen. Und wo soll ich die herkriegen? Sie müssen vorher sowieso erst mit dem Einsatzleiter sprechen. Er heißt Wilk. Es wird nicht leicht sein, denen das klarzumachen. Also, dass wir uns recht verstehen, Herr Liebling, gern tue ich es nicht. Kann ich Ihnen nachfühlen? Hoffentlich lässt die Polizei mich nicht rein. Wann könnten Sie frühestens hier sein? In einer knappen halben Stunde. Reicht. Habe ich das eben richtig verstanden? Sie wollen in diesen Supermarkt gehen und mit dem Chef tauschen? Was? Das habe ich Ihnen eben versprochen. Das wird er Ihnen nie vergessen. Ich auch nicht. Hier. Gib den Schlüssel. Und den zweiten Schlüssel stecken Sie in den Schuh. Für alle Fälle. Gar nicht so dumm. Hä? Na denn. Thank you.
spinnt. Ich lässt er den auch noch rein. Sei vorsichtig und mach keinen Mist. Ich mach keinen Mist. Damit du das weißt, ich ziel genau auf deinen Kopf. Hast du dir ja ein bildschönes Ziel ausgesucht. Ist dein Typ draußen? Ja. Hat er die Handschellen bei sich? Ja. Dann schließ jetzt auf. Weg von der Tür! Er soll jetzt kommen. Hallo, Chef. Hat lange gedauert. Komm, so schnell es ging. Dr. Arnold, Bodo. Okay, ich würde machen, was er sagt. Beeil dich mit dem Rausgehen, los. Ich bin so schnell zurück, wie ich kann. Ruhig Blut. Sehen Sie den Knopf an der Tür? Ja. Drücken Sie drauf, los. Schließen Sie ab. Jetzt herkommen. Was machst du denn hier? Ich habe bei dir im Büro angerufen. Ich wollte dich daran erinnern, dass wir heute Abend zum Essen verabredet sind. Und da höre ich, dass du hier verrückt spielst. Eine ziemlich idiotische Art, selbst immer zu Beginn, findest du nicht auch? In einer Stunde bin ich da wieder drin. Was? Mein Kompagnon wartet auf mich, dass ich ihn ablöse. Was ist los? Der ist da auch drin? Ja, der vertritt mich. Führt ihr hier Schillers Bürgschaft auf, oder was? Papa! Wo kommst du denn her? Ich war im Büro, ich wollte meine Schulden bei dir zurückzahlen. Verzieh dich, sonst nehme ich das Geld wirklich an. Bist du übergeschnappt? Nee, ich will bloß verhindern, dass ein armes Schwein sich noch unglücklicher macht, als es schon ist. Taxi! Zur Leiter. Los! Raufklettern. Wieso? Weil ich das sage. Das ist ein überzeugender Grund. Weiter. Ganz rauf. Und jetzt? Jetzt machen Sie die eine Handschelle um Ihr Handgelenk. Wozu denn? Ja, schon gut, weil Sie es sagen. Jetzt die andere um das Rohr. Na, hören Sie mal. Irgendwie verstehen Sie schlecht. Soll ich jetzt die ganze Zeit hier oben sitzen bleiben? Guten Tag allerseits. Warum quatscht ihr überall rum, dass ich als Geisel in einem Supermarkt sitze? Wer hat meiner Tochter das erzählt? Sie ist plötzlich hier aufgetaucht und ich wollte... Das weiß ich alles. Wer hat ihr gesagt? Gerade als sie hier stand, da haben sie angerufen. Die hatte das ganze Gespräch mit ihr gehört. Dann hätte man woanders telefonieren können. Ihr wusstet, was los war. Ist der Kaufvertrag Maletzki vorbereitet? Ja. Sind die Leute da? Ja, im Wartezimmer. Ja, die sollen reinkommen. Wollen Sie?
Nein, ich will nicht. Sind Sie etwa sauer? Ich ahne auch, warum. Weil Ihnen schwant, dass Ihr Chef nicht so dämlich ist und Sie hier wieder abholt. Könnte doch leicht was dran sein, oder? Nicht so maulfaul, wenn ich bitten darf. Würdest du bitte mit diesen Kunststückchen aufhören? Wie heißt das? Würden Sie bitte mit diesen Kunststückchen aufhören? Ist dieser Liebling eigentlich ein guter Anwalt? Weiß ich nicht. Aber Sie arbeiten doch mit ihm zusammen. Erst seit kurzem. Was sagen dann die Kollegen über ihn? Sie haben doch sicher was gehört. Dass es Sachen gibt, bei denen ist er stärker, andere liegen ihm nicht so. Und bei Sachen wie meiner? Ich glaube, Einbruch mit Geiselnahme hat er noch nie gehabt. Kann ich Sie auch mal was fragen? Bitte, bitte. Was ist eigentlich mit Ihrem Vater? Er ist tot. Schon lange? 10 Jahre oder so. Seitdem ist meine Mutter allein. Ich denke, Ihre Mutter ist verheiratet. Ja, die hat einen Mann, aber trotzdem ist er allein. Und zwar in den Richtlinien für die Bewertung des Grundvermögens vom 19.09.1966, B Anzeiger Nummer 183, Beilage unter Abschnitt 6, Absatz 3. Paragraph 6, das Grundstück wird übergeben, wie es steht und liegt. Der Verkäufer leistet keine Gewähr für Größe, Güte und Beschaffenheit des Grundstücks und der auf ihm errichteten Gebäude. Sie können mir folgen, ja? Er versichert jedoch, dass ihm von Schwamm, Hausbock und Trockenfolle nichts bekannt ist. Er versichert, dass Auflagen des Bauaufsichtsamtes bis zum heutigen Tage nicht bestehen. Für nach dem heutigen Tag entstehende Auflagen übernimmt er keine Gewähr. Ihm ist auch von bevorstehenden Auflagen nichts bekannt. Ich brauche eine freie Leitung. Wozu? Zum Telefonieren. Mit wem? Was? Mit wem wollen Sie telefonieren? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Ihre Mutter ist hier. Wollen Sie mit ihr sprechen? Nö. Kriege ich jetzt eine freie Leitung oder was? Ich will nicht. Na also. Mit wem wollen Sie eigentlich sprechen? Mit meiner Schwester in Kanada. So billig kriege ich's nie wieder. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Sie werden jeden Pfennig bezahlen müssen. Halt die Klappe. Hier ist Bodo. Tag, Renate. Nix ist los. Ich wollte mich mal wieder bei dir melden. Entschuldige, ich habe eben noch geschlafen. Ich muss erst mal zu mir kommen. Gott, ich lerne das nie. Hör mal, du hast doch geschrieben, ihr habt einen Haufen Platz in eurem Häuschen. Stimmt das wirklich? Willst du uns etwa besuchen? Ja, vielleicht. Weißt du, ich bin hier gerade in einem Supermarkt drin. Ich habe eine Pistole in der Hand und draußen wimmelt's von Polizei. Aber denen bleibt gar nichts weiter übrig, als mir ein Auto hinzustellen mit einer Menge Kohle drin. Die Sache läuft schon. Hast du nur alle beisammen? Nee, im Ernst, das ist alles wahr. Naja, ich komme nicht gleich morgen zu euch. Aber irgendwann klingelt's und dann machst du auf und ich stehe da. Bereite dich schon mal drauf vor. Hallo? Renate? Schluss jetzt mit dieser Renate. Hier ist Kommissar Wilk. Was soll denn das? Gehen Sie raus aus meiner Leitung! Wer ist diese Renate? Renate? Eine Freundin oder sowas ähnliches? War früher schon mal die Rede davon, dass er zu dieser Renate wollte? Wie alt ist sie? Mitte 20. Sie hat vor 3 Jahren ins Ausland geheiratet, soviel ich weiß. Sie hat ins Ausland geheiratet. Wohin denn? Nach Amerika, glaube ich. Ah, nach Amerika?
Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich musste auf dem Boden liegen. Mit geladener Pistole hat er mich bedroht. Moment, das ist er. Der Anwalt? Ja, der Anwalt. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt Liebling. Ich komme von der GZ. Das macht ja nichts. Werden Sie tatsächlich im Austausch gegen Ihren Kollegen in den Supermarkt zurückkehren? Ich bin ein äußerst publicity-scheuer Mensch. Also, wie gesagt, ein eiskalter Junge, absolut eiskalt. Sogar auf der Toilette musste ich die Tür offen lassen. Und er stand mit geladener Pistole da. Sie können sich ja vorstellen, wie mir zumute war. Aufschließen. War aber anders ausgemacht. Das war eine Finte und du hängst damit drin. Ich los darüber. Nicht von einer Finte. Schnauze! Zieh dich aus. Hat noch nie ein Mandant von mir verlangt. Keine Witze jetzt, ja? Zieh dich aus und fass dabei ja nicht in irgendeine Tasche. Sonst spritzt hier Gehirn durch die Gegend. Ich mache dir jetzt keine Dummheiten. Die hat er schon gemacht. Oh Gott. Frau Bilgoret, wollen Sie nicht lieber nach Hause und sich ausruhen? Ja. Herr Kluth, bringen Sie bitte Frau Bilgoret nach Hause. Kann ich mich jetzt wieder anziehen? Ich krieg gleich einen Schnupfen. Das Hemd. Jetzt rüber an die Stange da. Handschellen. Hoch den Arm. Ist das die Mutter des Jungen? Ja. Ich mach das schon. Kommen Sie. Ich bringe Sie in meinem Wagen nach Hause. Ja, danke. Wo wohnen Sie? So, ihr scheiß Bullen. Wäre beinahe auf euch reingefallen. Wir sind keine Bullen. Wir sind deine Anwälte. Das habe ich auch mal gedacht. Du hast einen prima Eindruck auf mich gemacht. Starker Typ. Ich hab gedacht, lass ihn laufen. Mal sehen, ob der wirklich zurückkommt und seinen Kumpel ja wieder rausholt. Ich hab's dir zugetraut. Aber dass du ein Bulle bist. Übrigens, eine ziemlich trübe Tasse, dein Kumpel. Kann ich nicht finden. Warum? Kriegt sein Maul kaum auf. Ich möchte mal wissen, wie gesprächig du wärst, wenn sie dir die ganze Zeit eine Pistole unter die Nase halten. Stimmt. Hinter der Kanone fühlt man sich besser als davor. Na, ich weiß nicht. Doch, doch. Du solltest nicht so viel trinken. Wieso nicht? Hast recht. Bin ja nicht dein Vater. Meinetwegen trink so viel du kannst. Du, mach dir mal um mich keine Sorgen. Du glaubst nicht, dass ich Anwalt bin? Das glaubst du auch selber nicht. Da liegt meine Jacke. Guck nach. Weißt du, was auf der Visitenkarte steht? Was denkst du, ich falle auf diese miesen Tricks rein? Dass meine Mutter mich reingelegt hat, das verzeihe ich ja nie. Willst du nicht rangehen? Können mich mal. Vielleicht steht dein Citroen schon vor der Tür. Kommt der Wagen endlich? Was ist los? Wenn meine Forderungen in einer halben Stunde nicht erfüllt sind, dann knallt's hier drinnen. Das ist egal. Ihr wolltet mich reinlegen. Jetzt sind beide hier drin. Nee, der kommt erst wieder raus, wenn der Wagen vor der Tür steht. Das kenne ich allmählich schon auswendig. Wenn ihr keine 60-Jährige findet, nehmt eine 70-Jährige. Oder eine 80-Jährige oder eine 100-Jährige. Ich hab die Schnauze voll. Ab jetzt keine miesen Tricks mehr, ja? In einer halben Stunde steht der Wagen vor der Tür und er ist knallt. Das
Das ist mein letztes Wort. Habt ihr kapiert? In einer halben Stunde. Und meiner Mutter könnt ihr bestellen, dass ich nie wieder mit ihr reden werde. Nie wieder. Ich glaube, ihr wollt mich verscheißern. Das interessiert mich nicht. Ihr habt genug Zeit gehabt. Schluss jetzt. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Und ich mein's ernst. Ganz gut, dass ihr zu zweit seid. Wenn die da draußen nicht spuren, ist der Erste dran. Und das bist du. Dann werden die sehen, dass ich keinen Scheiß rede. Dann werden die endlich aufwachen. Und mit der blassen Nummer da werde ich leicht fertig. Sie wissen wohl nicht, was letzte Nacht hier passiert ist. Als unsere Leute an der Hintertür zum Lagerraum waren, da hat er den Geschäftsführer beinahe abgeknallt. Ach, soll ich riskieren, dass er nochmal durchdreht? Natürlich habe ich das. Oben am Lichtschacht liegen zwei Mann, aber in ihrem Blickfeld hat sich bis jetzt noch nichts getan. Nein, in 10 Minuten steht der Citroën vor der Tür oder ich lehne jede weitere Verantwortung ab. Ende. Sehr komisch. Glück gehabt, es ist vorbei. Ich bin kein Bulle. Du kannst mir vertrauen. Ich bin dein Anwalt. Übrigens habe ich gleich gewusst, dass die Pistole nicht geladen war. Strafmildernd auswirken, dass du sie mir freiwillig übergeben hast, verstehst du?
Hier ist Liebling. Mein Mandant kommt jetzt raus, freiwillig und unbewaffnet. Okay, in einer Minute. Klar, sage ich ihm. Er sagt, wenn du rausgehst, sollst du trotzdem die Hände hochhalten. Mach schon. Jetzt ein schönes Bier. Muss es denn unbedingt ein Bier sein? Ich habe da hinten im Regal einen guten Württemberger gesehen. Habe. Und ich mein's ernst. Ganz gut, dass ihr zu zweit seid. Wenn die da draußen nicht spuren, ist der Erste dran. Und das bist du. Dann werden die sehen, dass ich keinen Scheiß rede. Dann werden die endlich aufwachen. Und mit der blassen Nummer da werde ich leicht fertig. Sie wissen wohl nicht, was letzte Nacht hier passiert ist. Als unsere Leute an der Hintertür zum Lagerraum waren, da hat er den Geschäftsführer beinahe abgeknallt. Ach, soll ich riskieren, dass er nochmal durchdreht? Natürlich habe ich das. Oben am Lichtschacht liegen zwei Mann, aber in ihrem Blickfeld hat sich bis jetzt noch nichts getan. Nein. In 10 Minuten steht der Citroën vor der Tür oder ich lehne jede weitere Verantwortung ab. Ende. Sehr komisch.
Ich hab die Schnauze voll. Ab jetzt keine miesen Tricks mehr, ja? In einer halben Stunde steht der Wagen vor der Tür und er ist knallt. Das ist mein letztes Wort. Habt ihr kapiert? In einer halben Stunde. Und meine Mutter könnte bestellen, dass ich nie wieder mit ihr reden werde. Nie wieder. Ich glaube, ihr wollt mich verscheißern. Das interessiert mich nicht. Ihr habt genug Zeit gehabt. Schluss jetzt. Ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Und ich mein's ernst. Ganz gut, dass ihr zu zweit seid. Wenn die da draußen nicht spuren, ist der Erste dran. Und das bist du. Dann werden die sehen, dass ich keinen Scheiß rede. Dann werden die endlich aufwachen. Und mit der blassen Nummer da werde ich leicht fertig. Sie wissen wohl nicht, was letzte Nacht hier passiert ist. Als unsere Leute an der Hintertür zum Lagerraum waren, da hat er den Geschäftsführer beinahe abgeknallt. Ach, soll ich riskieren, dass er nochmal durchdreht? Natürlich habe ich das. Oben am Lichtschacht liegen zwei Mann, aber in ihrem Blickfeld hat sich bis jetzt noch nichts getan. Nein. In 10 Minuten steht der Citroën vor der Tür oder ich lehne jede weitere Verantwortung ab. Ende. Sehr komisch. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen schlafen können. Kaum eine Stunde vielleicht. Der Einsatzleiter, Hauptkommissar Wilk, der mich gerade ablöst. Guten Tag. Frau Birgeleit, die Mutter des Jungen. Ja, das ist mein Anwalt. Ja. Rechtsanwalt Liebling. Kommen Sie rein. Ich lege mich jetzt aufs Ohr. War eine heiße Nacht heute. Also mir leuchtet nicht ein, was Sie hier tun wollen. Ich will mit meinem Mandanten sprechen. Ja, aber wie soll das vor sich gehen? Ich stelle mir das so vor, dass der Junge entweder rauskommt oder ich gehe zu ihm rein. Wahrscheinlich werde ich zuerst zu ihm rein müssen. Sicher hat er irgendwelche Forderungen gestellt. Er will einen Citroën haben. Voll getankt. Mit kugelsicherem Glas. Das ist aber noch nicht alles. Auf dem Rücksitz sollen 100.000 Mark liegen in alten Scheinen. Und eine Fahrerin soll im Wagen sitzen, die nicht jünger als 60 sein darf. Wenn wir nicht noch ein Menschenleben gefährden wollen, dann müssen wir abwarten, bis er reich wird. Was Besseres ist ihm noch nicht eingefallen? Er ist kein Profi. Er ist eine Maus, die in der Falle sitzt und Angst hat. Können wir ihn jetzt anrufen? Nicht, bevor ich weiß, was Sie mit ihm reden wollen. Mann, das weiß ich selbst noch nicht. Ich will ihn überzeugen, dass er aufhört. Ich will verhindern, dass er irgendjemanden umbringt. Vielleicht kann ich ihn rausholen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie brauchen bloß die Null zu drücken. Es ist direkt geschaltet. Diese Geisel, der Geschäftsführer, wie alt ist der? So um die 40. Reden Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, dass ich reinkommen will. Beruhigen Sie ihn. Er braucht keine Angst vor mir zu haben. Ich komme ohne Tricks. Was ist? Bodo, hier ist Mutti. Ja? Ich habe einen Rechtsanwalt für dich besorgt, Bodo. Deine Sache. Lass ihn rein. Er will mit dir sprechen. Er ist hier. Mensch, red doch nicht so einen Scheiß.
Verdammt, bleib mir vom Hals. Ich will nicht, dass einer reinkommt. Hier sind genug drin. Wenn es was wegen dem Auto zu besprechen gibt, dann könnt ihr mich wieder anrufen. Moment mal, Augenblick nur. Ich will mit Ihnen sprechen. Wer ist denn das? Ich heiße Liebling, ich bin Ihr Anwalt. Liebling heißen Sie? Ist komisch, was? Ich brauche keinen Anwalt, ich habe Sie nicht bestellt. Das hat Ihre Mutter bereits für Sie getan, weil Sie noch minderjährig sind. Das ist gesetzlich so geregelt. Ich brauche erst dann einen Anwalt, wenn die mich gekriegt haben, also hoffentlich nie. Ich finde, Sie brauchen jetzt schon einen, und zwar ziemlich dringend. Deswegen möchte ich reinkommen und mit Ihnen reden. Nur ein paar Minuten. Also, was ist? Und was mache ich, wenn Sie ein Bulle sind? So ein Antiterror-Heini oder wie Sie sich nennen? Einer, der mich fertig machen will? Dazu kann Ihre Mutter was sagen. Bodo, hörst du mich? Das habe ich Ihnen eben versprochen. Das wird er Ihnen nie vergessen. Ich auch nicht. Hier. Gib den Schlüssel. Und den zweiten Schlüssel stecken Sie in den Schuh. Für alle Fälle. Gar nicht so dumm. Hä? Denn? Ich glaube, der spinnt. Ich lässt er den auch noch rein. Mach keinen Mist. Ich mach keinen Mist. Damit du das weißt, ich ziel genau auf deinen Kopf. Hast du dir ja ein bildschönes Ziel ausgesucht. Ist dein Typ draußen? Ja. Hat er die Handschellen bei sich? Ja. Dann schließ jetzt auf. Weg von der Tür! Er soll jetzt kommen. Hat lange gedauert. Komm, so schnell es ging. Dr. Arnold, Bodo. Okay, ich würde machen, was er sagt. Beeil dich mit dem Rausgehen, los. Bin so schnell zurück, wie ich kann. Ruhig Blut. Sehen Sie den Knopf an der Tür? Ja. Drücken Sie drauf, los. Schließen Sie ab. Jetzt herkommen. Was machst du denn hier? Ich habe bei dir im Büro angerufen. Ich wollte dich daran erinnern, dass wir heute Abend zum Essen verabredet sind. Oder höre ich, dass du hier verrückt spielst? Eine ziemlich idiotische Art, selbst immer zu beginnen. Findest du nicht auch? In einer Stunde bin ich da wieder drin. Was? Mein Kompagnon wartet auf mich, dass ich ihn ablöse. Was ist los? Der ist da auch drin? Ja, der vertritt mich. Führt ihr hier Schillers Bürgschaft auf, oder was? Papa! Wo kommst du denn her? Ich war im Büro. Ich wollte meine Schulden bei dir zurückzahlen. Verzieh dich, sonst nehme ich das Geld wirklich an. Bist du übergeschnappt? Nee, ich will bloß verhindern, dass ein armes Schwein sich noch unglücklicher macht, als es schon ist. Taxi! Holt. Überrascht es dich, dass hier nach Feierabend kein Geld rumliegt, hä? Na, Sie hätten das bestimmt schlauer angestellt, was? Ja? Nein. Nein, er ist nicht hier. Guten Tag. Tag, Sarah. Ja, ja, ich werde es ausrichten. Wiederhören. Guten Tag, Sarah. Ist mein Vater da? Nein, er ist nicht hier. Und wann kommt er wieder? Ich habe mir vor ein paar Tagen Geld von ihm gepumpt und will es ihm heute wiedergeben. Er behauptet nämlich, ich zahle meine Schulden nie zurück. Ist was passiert mit Papa? Von wem hast du die Pistole? Geht dich ein Dreck an. Nimm dich gefällig zusammen, ich tu's auch. Oder findest du es imposant, dass einer plötzlich eine große Schnauze kriegt, bloß weil er so ein Ding in der Hand hat? Wo willst du denn wissen, wie ich sonst bin, hä? Sonst bist du ein Hosenscheißer, ich kenn mich aus. Deine Zigarre stinkt.
Woher hast du denn die Pistole? Ich glaube, ich muss dir mal was erklären. Ich bin dein Anwalt, also dein Verteidiger. Alles, was du mir hier erzählst, bleibt unter uns. Außer ich finde, es taugt zu deiner Entlastung. Verstehst du? Ich habe sie gekauft. Von wem? Von einem Typ am Bahnhof Zoo, Namen kenne ich nicht. Wie lange ist das her? Ein paar Wochen. Hast du die schon irgendjemandem gezeigt? Nee. Hat derselbe Typ dir auch die Munition dazu verkauft? Wozu mussten das alles wissen? Willst du bloß rumquatschen, ne? Vielleicht ist das Ding gar nicht geladen. Soll ich's mal ausprobieren? Ja? Guten Tag, bin ich hier richtig bei Silvia Kroll? Ja, das ist meine Tochter. Und? Worum geht's denn? Das ist etwas umständlich zu erklären. Vielleicht dürfte ich es lieber Ihrer Tochter selber sagen. Sie können ja gerne zuhören. Silvia, Besuch für dich. Mein Name ist Arnold, ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ist was passiert? Ja und nein. Guten Tag, Silvia. Ich weiß von Frau Bilgoreit, dass du mit Bodo befreundet bist. Ist das richtig? Ja. Wer ist Frau Bilgoreit? Das ist Bodos Mutter. Also, um es kurz zu machen, Bodo hat einen Supermarkt überfallen. Was? Ja, und eine Geisel genommen. Er sitzt in diesem Moment noch drin und die Polizei steht draußen. Wusstest du, dass er eine Pistole hat? Zur Leiter. Los! Raufklettern. Wieso? Weil ich das sage. Das ist ein überzeugender Grund. Leiter. Ganz rauf. Und jetzt? Jetzt machen Sie die eine Handschelle um Ihr Handgelenk. Wozu denn? Ja, schon gut, weil Sie es sagen. Jetzt die andere um das Rohr. Na, hören Sie mal. Irgendwie verstehen Sie schlecht. Soll ich jetzt die ganze Zeit hier oben sitzen bleiben? Guten Tag allerseits. Warum quatscht ihr überall rum, dass ich als Geisel in einem Supermarkt sitze? Wer hat meiner Tochter das erzählt? Sie ist plötzlich hier aufgetaucht und ich wollte... Das weiß ich alles. Wer hat ihr gesagt? Gerade als sie hier stand, haben sie angerufen. Die hatte das ganze Gespräch mit ihr gehört. Dann hätte man woanders telefonieren können. Ihr wusstet, was los war. Ist der Kaufvertrag Malecki vorbereitet? Ja. Sind die Leute da? Ja, im Wartezimmer. Ja, die sollen reinkommen. Wollen Sie? Nein, ich will nicht. Sind Sie etwas sauer? Ich ahne auch warum. Weil Ihnen schwant, dass Ihr Chef nicht so dämlich ist und Sie wieder abholt.
Er versichert jedoch, dass ihm von Schwamm, Hausbock und Trockenfäule nichts bekannt ist. Er versichert, dass Auflagen des Bauaufsichtsamtes bis zum heutigen Tage nicht bestehen. Für nach dem heutigen Tag entstehende Auflagen übernimmt er keine Gewähr. Ihm ist auch von bevorstehenden Auflagen nichts bekannt. Ich brauche eine freie Leitung. Wozu? Zum Telefonieren. Mit wem? Was? Mit wem wollen Sie telefonieren? Ich habe Ihre Frage nicht verstanden. Können Sie es nochmal sagen? Ihre Mutter ist hier. Wollen Sie mit ihr sprechen? Nö. Kriege ich jetzt eine freie Leitung oder was? Ich will nicht. Na also. Mit wem wollen Sie eigentlich sprechen? Mit meiner Schwester in Kanada. So billig kriege ich's nie wieder. Wenn Sie sich doch mal nicht täuschen. Sie werden jeden Pfennig bezahlen müssen. Halt die Klappe. Hier ist Bodo. Tag, Renate. Nix ist los. Ich wollte mich mal wieder bei dir melden. Entschuldige, ich habe eben noch geschlafen. Ich muss erst mal zu mir kommen. Gott, ich lerne das nie. Hör mal, du hast doch geschrieben, ihr habt einen Haufen Platz in eurem Häuschen. Stimmt das wirklich? Willst du uns etwa besuchen? Ja, vielleicht. Weißt du, ich bin hier gerade in einem Supermarkt drin. Wir haben eine Pistole in der Hand und draußen wimmelt's von Polizei. Aber denen bleibt gar nichts weiter übrig, als mir ein Auto hinzustellen mit einer Menge Kohle drin. Die Sache läuft schon. Hast du nur alle beisammen? Nee, im Ernst, das ist alles wahr. Naja, ich komme nicht gleich morgen zu euch. Aber irgendwann klingelt's, dann machst du auf und ich stehe da. Bereite dich schon mal drauf vor. Hallo? Renate? Schluss jetzt mit dieser Renate. Hier ist Kommissar Wilk. Was soll denn das? Gehen Sie raus aus meiner Leitung! Wer ist diese Renate? Renate? Eine Freundin oder sowas ähnliches? War früher schon mal die Rede davon, dass er zu dieser Renate wollte? Wie alt ist sie? Mitte 20. Sie hat vor 3 Jahren ins Ausland geheiratet, soviel ich weiß. Sie hat ins Ausland geheiratet? Wohin denn? Nach Amerika, glaube ich. Ach, nach Amerika? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich musste auf dem Boden liegen. Mit geladener Pistole hat er mich bedroht. Moment mal, Moment mal, Moment, das ist er. Der Anwalt? Ja, ja. Alles wahr. Ja, ich komme nicht gleich morgen zu euch. Aber irgendwann klingelt's, dann machst du auf. Und ich stehe da. Bereite dich schon mal drauf vor. Hallo? Renate? Schluss jetzt mit dieser Renate. Hier ist Kommissar Wilk. Was soll denn das? Gehen Sie raus aus meiner Leitung! Wer ist diese Renate? Renate? Eine Freundin oder sowas ähnliches? War früher schon mal die Rede davon, dass er zu dieser Renate wollte? Wie alt ist sie? Mitte 20. Sie hat vor 3 Jahren ins Ausland geheiratet. Ich weiß. Sie hat ins Ausland geheiratet. Wohin denn? Nach Amerika, glaube ich. Ach, nach Amerika? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich musste auf dem Boden liegen. Mit geladener Pistole hat er mich bedroht. Moment mal, Moment mal, Moment, das ist er. Der Anwalt? Ja, 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 der Anwalt. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt Liebling. Ich komme von der GZ. Das macht ja nichts. Werden Sie tatsächlich im Austausch gegen Ihren Kollegen in den Supermarkt zurückkehren? Ich bin ein äußerst publicity-scheuer Mensch. Also wie gesagt, ein eiskalter Junge, absolut eiskalt. Sogar auf der Toilette musste ich die Tür offen lassen. Und er stand mit geladener Pistole da. Sie können sich ja vorstellen, wie mir zumute war. Aufschließen. Ihr bleibt jetzt beide hier!
Das war aber anders ausgemacht. Das war eine Finte und du hängst damit drin. Ich weiß nicht von einer Finte. Schnauze! Zieh dich aus! Hat noch nie ein Mandant von mir verlangt. Keine Witze jetzt, ja? Zieh dich aus und fass dabei ja nicht in irgendeine Tasche. Sonst spritzt hier Gehirn durch die Gegend. Ich mache jetzt keine Dummheiten. Sie hat er schon gemacht. Oh Gott. Frau Bilgoret, wollen Sie nicht lieber nach Hause und sich ausruhen? Ja. Herr Klut, bringen Sie bitte Frau Bilgoret nach Hause. Kann ich mich jetzt wieder anziehen? Ich krieg gleich einen Schnupfen. Das Hemd. Hosenscheißer, ich kenne mich aus. Deine Zigarre stinkt. Woher hast du die Pistole? Ich glaube, ich muss dir mal was erklären. Ich bin dein Anwalt, also dein Verteidiger. Alles, was du mir hier erzählst, bleibt unter uns. Außer ich finde, es taugt zu deiner Entlastung. Verstehst du? Ich habe sie gekauft. Von wem? Von einem Typ am Bahnhof Zoo, Namen kenne ich nicht. Wie lange ist das her? Ein paar Wochen. Hast du die schon irgendjemandem gezeigt? Nee. Hat derselbe Typ dir auch die Munition dazu verkauft? Wozu musst du das alles wissen? Willst du bloß rumquatschen, ne? Vielleicht ist das Ding gar nicht geladen. Soll ich's mal ausprobieren? Ja? Guten Tag, bin ich hier richtig bei Silvia Kroll? Ja, das ist meine Tochter. Und? Worum geht's denn? Das ist etwas umständlich zu erklären. Vielleicht dürfte ich es lieber Ihrer Tochter selber sagen. Sie können ja gerne zuhören. Silvia, Besuch für dich. Mein Name ist Arnold, ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ist was passiert? Ja und nein. Guten Tag, Silvia. Ich weiß von Frau Bilgoreit, dass du mit Bodo befreundet bist. Ist das richtig? Ja. Wer ist Frau Bilgoreit? Das ist Bodos Mutter. Also, um es kurz zu machen, Bodo hat einen Supermarkt überfallen. Was? Ja, und eine Geisel genommen. Er sitzt in diesem Moment noch drin und die Polizei steht draußen. Wusstest du, dass er eine Pistole hat? Wie lange kennt ihr euch denn schon? Vertreten Sie diesen Bodo? Ja. Und jetzt wollen Sie den Burschen entlasten, indem Sie Mitschuldige suchen? Aber nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich bin gekommen, weil wir nicht wissen, wie wir ihn zum Aufgeben überreden sollen. Vielleicht kannst du uns da helfen. Ob es nützt, weiß ich nicht, aber ich habe mir gedacht, du könntest mitkommen und mit ihm sprechen. Er misstraut allen, aber irgendjemand muss ihm klar machen, dass es für ihn das Beste ist, möglichst schnell Schluss zu machen. Würdest du das versuchen? Nehmen wir mal an, die kriegen mich. Ja. Was passiert mir dann? Allerhand. Aber nicht so viel, dass du nicht lieber aufhören solltest. Was soll ich? Aufhören, Schluss machen hier. Rausgehen. Du hast auf meine Frage nicht geantwortet. Wie? Zur Leiter. Los!
raufklettern. Wieso? Weil ich das sage. Das ist ein überzeugender Grund. Weiter. Ganz rauf. Und jetzt? Jetzt machen Sie die eine Handschelle um Ihr Handgelenk. Wozu denn? Ja, schon gut, weil Sie es sagen. Jetzt die andere um das Rohr. Na, hören Sie mal. Irgendwie verstehen Sie schlecht. Soll ich jetzt die ganze Zeit hier oben sitzen bleiben? Guten Tag allerseits. Warum quatscht ihr überall rum, dass ich als Geisel in einem Supermarkt sitze? Wer hat meiner Tochter das erzählt? Sie ist plötzlich hier aufgetaucht und ich wollte... Das weiß ich alles. Wer hat ihr gesagt? Gerade als sie hier stand, haben sie angerufen. Die hatte das ganze Gespräch mit ihr gehört. Dann hätte man woanders telefonieren können. Ihr wusstet, was los war. Ist der Kaufvertrag Malecki vorbereitet? Ja. Sind die Leute da? Ja, im Wartezimmer. Ja, die sollen reinkommen.